So, und wieder mal sonnige Grüße aus Mayenne. Wir sind bei der Firma Dreamer und gucken uns die neuen Modelle 2021 an. Ich zeige euch jetzt den D68 Select Limited. Den D68 Fun habe ich schon in einem anderen Video gezeigt. Könnt ihr euch ja nochmal anschauen. Und zeige euch jetzt so ein bisschen die Unterschiede zwischen dem Fun und dem Select Limited. Bei dem Fun exklusiv haben wir die Panoramascheibe gehabt. Die haben wir bei dem Fahrzeug auch. Hier oben. Nicht wundern, dass da Camperef draufsteht. Dreamer wird in Frankreich unter dem Namen Camperef mit verkauft, ist aber wohl nicht international genug, deswegen für den Export Dreamer. Wir haben bei der Select Limited Variante neben dem Panoramafenster das Komfortpaket inklusive. Wir haben eine Metallic-Lackierung, wo ihr wählen könnt zwischen Silber oder, wir schwenken rüber, Eisengrau. Campervan XL, mega schön, habe ich euch schon gezeigt, könnt ihr euch gerne mal angucken. 16 Zoll Alufelgen, Silber-Metallic-Lackierung, sehr hochwertig, die Tankdecke quasi mitlackiert, Polyvision, Alurahmenfenster, sehr, sehr schön. Heute zäumen wir das Pferd mal von hinten auf, oder wie sagt man? Und zwar zeige ich euch die Garage. Ihr seht, wirklich schön, zeige ich euch von innen gleich. Das ist das ganz neue Serenity-Holz und die Schränke gehen komplett rum. Wir haben in der Garage als Besonderheit, machen wir offen, im Gegenteil zum Fun haben wir hier Platz für zwei Gasflaschen, haben eine Duo-Control serienmäßig. Wir haben hier nochmal Stauraum, ein variablen Doppelboden, den wir rausnehmen können. Außendusche, warm-kalt, Durchreiche bis nach hinten. Alu-Duschenblech, auch hier für längere Teile. Und können hier selbstverständlich das mittlere Holz rausnehmen, den Boden rausnehmen, können die Betten nach oben klappen, Fahrräder etc. reinpacken. Hier sieht man schon so ein kleines Schmankerl fürs Holz. Hier oben, wer Dreamer kennt, weiß, was es ist. Radiobedienung vom Bett aus. So, ihr seht, Select-Baureihe, schlichtes Außendesign, ganz wenig Sticker drauf, klassisch schick. Wir haben beim Select die Möglichkeit, zwischen zwei verschiedenen Holzfarben zu wählen. Und zwar zeige ich das mal eben. Wir können das Naturalholz nehmen. Das hat der Wagen hier nebenan. Das ist hier das helle. Schwenke ich nochmal rein, den Wagen kennt er. Oder wir können das Serenity holen. Das ist das, was er jetzt hier quasi drin hat. Ich meine, klar, Fliegengittertür selbstverständlich. Ist Standard, brauchen wir kaum noch drüber sprechen. Wir haben Zeitungs- oder Flaschenfach, haben die Erweiterung der Arbeitsfläche. Mit zwei Scharnieren drunter. Jetzt kommt wieder hier mein Special Effekt. Und zwar bei den Händen einmal leicht runterziehen. Und zu ist das Ganze. So. Ich drehe euch noch eben die Sitze. Dann seht ihr auch eine der neuen Polsterungen, die es für dieses Jahr gibt. Drehe ich wieder um, braucht ihr mich nicht ertragen, könnt ihr das Auto schauen. Und zwar hier ist das wirklich, also ich finde es wunderschön. Serenity-Holz. Wir haben natürlich Vorverkabelung für TV, Solar, alles serienmäßig mit an Bord. Auch hier natürlich, wie man es aus der Limited-Reihe kennt, das super Panoramafenster, was einfach den Wagen viel, viel größer werden lässt. Es gibt sehr viel Raum. Hier sehen wir die neuen Sitze. Auch hier drüber natürlich große Panoramaluke. Ambientelicht, der beleuchtetes Fenster. Ich
Ich setze mich mal am Fahrersitz, dann könnt ihr die Küche auf euch wirken lassen. Man sieht also auch das. Alles serienmäßig bei der Drima. Ihr müsst mir mein Unperfektes ein bisschen entschuldigen, aber alleine nicht ganz so einfach. So, dann gehe ich mal mit durch. Und zwar seht ihr hier vorne die Küche. 1, 2, 3 Schubladen. Den Apothekerschrank. Und natürlich alles mit Zentralverriegelung verriegelbar. Dann kennt ihr vom letzten Jahr schon unsere tolle Ablage. Runterklappen. Schon haben wir noch mehr Arbeitsfläche. Wir haben hier den großen Dometic-Kühlschrank drin. Könnt den hinteren Bereich verdunkeln, dass es gerade separieren können. So kann morgen schon einer aufstehen, sich fertig machen und hinten kann noch gelegen werden. Oder Mittagsschlaf oder. Schön Spiegel mit dabei. So. Ich hoffe, ihr seht das mit dem Holz. Das ist so schick. Was auf dem Kamera immer. Wohl doch, man sieht's gut. Ist mega. Das Ambiente liegt. Zum Bad, das zeige ich euch gleich, weil das ist auch was ganz Besonderes. Das haben wir neu in diesem Jahr. Jetzt schaut euch das mal bitte an, ich schwenke mal durch. Mega, mega. Und zwar Stauraum. Stauraum. Platz ohne Ende. Und auch für die hängenden Teile ist natürlich was vorgesehen. Spiegel. Servus. Oha. Dann wäre wohl morgen fertig gewesen. Ne? Und zwar haben wir hier schon wieder einen Spiegel. Heute werde ich aber verfolgt. Hier ist das Badezimmer. Ich schwenke mal durch. Duschschale. Das ist ein, naja doch, man sieht es, sind Ablagen. 1, 2, 3. Schränkchen nochmal mit dabei. Natürlich Steckdose. Und jetzt kommt das Besondere. Ich zeige es euch mal so. Und zwar haben wir eine Schwenkwand. Das ist ganz neu in diesem Jahr. Und zack, schon bleibt die Toilette etc. alles trocken. Teak-Optik mit drin. Und wirklich viel Platz. Jetzt stelle ich euch mal ab. Und zwar, Stehhöhe ist ja mein Punkt. Ich bin 1,83, kann ohne Probleme stehen. Ich bin voll schlank, wie man sieht. Und man kann jetzt wirklich vernünftig duschen. Vorher waren Duschvorhang drin. Wir haben jetzt die Trenntür, die wir zumachen können. Ich hoffe, ihr hört mich noch mit dem Mikro. Und können hierher gehen. Und können dann ganz einfach klack, ist es wieder zu. Ich persönlich finde es super durchdacht. Schön großes Waschbecken. Und gearbeitet wird dann mit Magnet. So, wenn ihr irgendwie Fragen habt, meldet euch einfach. Ansonsten besucht uns in Düsseldorf. Halle 16 stehen wir mit den Drima-Fahrzeugen. Und würden uns freuen, wenn ihr Fragen habt.